Hey, Kommandantin. Ich weiß nicht, ob ihr ihn erwartet, aber Darth Rivix ist hier. Rivix? Er ist hier? Jetzt? Er ist hier und will euch unbedingt sehen. Allein. Er war sehr nachdrücklich, was diesen Teil betraf. Ich habe ihn im Besprechungsraum warten lassen und gesagt, ihr würdet ihn treffen, sobald ihr Zeit hättet. Aber er sagte, es könne nicht warten. Ich habe heute viele wichtige Termine. Sagt ihm, dass ich nicht auf Zuruf alles stehen und liegen lassen kann. Wird erledigt. Hoffentlich schockt er nicht die Botin. Kommandantin, es freut mich, euch wiederzusehen. Es war sehr freundlich von euch, mir trotz eurer vielen Termine etwas Zeit zu gewähren. Euer Besuch kam unerwartet. Ich musste einige Umstellungen vornehmen. Das bezweifle ich nicht. Ich entschuldige mich aufrichtig für meinen Auftritt. Ich muss euch etwas mitteilen, das nicht auf eine formelle Einladung warten kann. Natürlich bin ich sicher. Ich würde diesen Wahnsinnigen überall erkennen. Ich konnte seine Gegenwart spüren, noch bevor er einen Fuß auf Dantooine setzte. Je länger ihr herumsitzt und meine Aussage in Frage stellt, desto mehr Zeit hat er, um mit seiner Aktion in den Ruinen davonzukommen, was immer es sein mag. Unsere Geheimdienstoffiziere haben sich dieses Mal wirklich selbst übertroffen. Was war das? Ein Geheimtreffen mit der Jedi-Führung. Oder was davon übrig ist. Diese Frau, Arin Linnea, behauptet, sie habe Darth Malgus gesehen, wie er die Jedi-Enklave auf Dantooine betreten hat. Er war so lange verschollen. Aber offenbar hat unser vielgeleiteter dunkler Lord endlich beschlossen, sich zu zeigen. Unsere Kaiserin ist unzufrieden. Was meint ihr? Handelt Malgus nicht auf Asinas Befehl? Welchen Botengang Malgus auf Dantooine auch macht, Kaiserin Asina hat ihn mit Sicherheit nicht angeordnet. Und jeder Versuch, Malgus zurückzubeordern, ist komplett gescheitert. Angesichts der Umstände hat der imperiale Bergungsdienst vorgeschlagen, eine komplette Ausgrabungseinheit zu entsenden, die die Ruinen durchsucht und Malgus dingfest macht. Aber die Kaiserin will nicht, dass Malgus neue Freiheit sich herumspricht. Also schlug ich eine unauffälligere Herangehensweise vor. Und für diese unauffälligere Herangehensweise braucht ihr mich? Genau so ist es. Ein kleiner Einsatztrupp, ihr, ich und eine sehr mächtige Verbündete, wäre absolut in der Lage herauszufinden, was Malgus in diesen Jedi-Ruinen vorhatte. Würdet ihr mir sagen, wer diese mächtige Verbündete ist? Viel besser. Ich zeige sie euch. Darth Krovos, euer Timing ist so perfekt wie eh und je. Entschuldigt, dass ich nicht früher hier sein konnte, aber unsere Truppen stoßen im Tapani-Sektor auf schweren Widerstand. Ich musste zu ihrer Unterstützung einige kreative Maßnahmen installieren. Ich nehme an, ihr seid über die Lage informiert? Wir sollten aufbrechen, bevor sich unser Zeitfenster schließt. Ihr kommt mit uns nach Dantooine? Ich muss wohl nicht erklären, wie schwerwiegend die Konsequenzen wären, wenn Darth Malgus erneut abtrünnig geworden wäre. Die Wichtigkeit dieser Mission erfordert meine persönliche Teilnahme. Es freut mich, dass ein zusätzliches Paar fähiger Hände dabei ist. Und mich freut es, sie zur Verfügung zu stellen. Wir haben lange genug gewartet. Wenn wir Dantooine nicht schnell erreichen, verlieren wir Malgus Spur. Ich treffe euch beide an der Fähre. Darth Krovos? Sollte die Hand nicht außerhalb des Einflussbereichs des Rats der Sith operieren? Krovos ist nicht wie die anderen im Rat. Sie ist fest entschlossen, das Imperium zu stärken.
von ihren beträchtlichen Kampffähigkeiten ganz zu schweigen. Wie auch immer, wir können uns den Luxus nicht leisten, bei unseren Verbündeten wählerisch zu sein. Wenn wir diese Chance jetzt nicht nutzen, riskieren wir ohne Zweifel eine spätere Einmischung der Republik. Unsere Fähre wartet nach euch. Geht schon vor. Ich muss meinen Leuten sagen, wo ich hin will. Ich verstehe. Allerdings bitte ich euch, dabei subtil vorzugehen. Wir wollen nicht, dass diese Information sich zu weit verbreitet. Oh, hallo. Welchem Umstand verdanke ich das Vergnügen dieser kleinen Überraschung? Es gibt da etwas, das ihr wissen müsst. Ich bin ganz Ohr. Darth Malgus war auf Dantooine. Und ist es vielleicht noch. Die Jedi wissen davon und jetzt weiß es das Imperium auch. Ich werde zwei hochrangige Sith begleiten, um Malgus Spur zu folgen. Kein Wunder, dass ihr gekommen seid, bei solchen Neuigkeiten. Ich kümmere mich hier um alles. Ihr macht das, was ihr am besten könnt. Und behaltet dieses Sith im Auge, während ich Meisterin Salderon informiere. Danke, Kommandantin. Wir nähern uns unserem Ziel. In einigen Minuten landen wir auf Dantooine. Wie wollt ihr uns runterbringen, ohne die Aufmerksamkeit der Republik zu erregen? Ah, vergesst nicht, dass Dantooine nicht gerade eine dicht bevölkerte Metropole ist. Ihrer Regierung mangelt es an Organisation. Und wenn es um offiziell sanktionierte Reisen geht, sagen wir einfach, eine kleine Fähre wie unsere wird kein Problem haben, unbemerkt einzudringen. Wir dürfen bei dieser Mission auf keinen Fall Aufmerksamkeit erregen, Rivix. Hoffentlich vergesst ihr das nicht. Natürlich nicht. Wir sollten keine Probleme haben, die Ruinen der Enklave zu erreichen. Überhaupt keine Probleme. Sagtet ihr nicht etwas über keine Probleme? Verdammt. Unser Zeitfenster war klein, aber ich war mir sicher, wir würden als Erste eintreffen. Das Militär der Republik braucht ewig, um eine Entscheidung zu treffen, geschweige denn zu handeln. Ich kann nicht glauben, dass sie so schnell eine derartige Machtdemonstration mobilisiert haben. Wenn das Imperium weniger auf Hinterhalte und Verschwörungen setzen würde, könnten wir genauso schnell Kräfte mobilisieren. Völlig egal, wer Schuld hat. Sinnlose Anklagen bringen uns Malgus nicht näher. Wir müssen einen neuen Angriffsplan machen. Naja, wir werden ja wohl kaum an den republikanischen Soldaten vorbeimarschieren und potenziell unsere Beute verschrecken. Darf ich eine alternative Route vorschlagen? Vor Jahren wurden die Ruinen der Enklave von vielen Leuten geplündert, die damit ihren Lebensunterhalt bestritten hatten. Ihre Anführer waren damit nicht einverstanden. Also haben sie geheime Zugangstunnel angelegt. Wir werden zweifellos auf Widerstand durch Patrouillen stoßen. Aber wenn wir so einen Tunnel finden, haben wir eine viel höhere Chance, die Ruinen zu erreichen, als durch einen direkten Angriff. Und können die Mission hoffentlich weiterhin zumindest teilweise geheim halten. Welche Wahl haben wir sonst?
Keine, fürchte ich. Dann los, bevor die Republik noch mehr Verstärkung schickt. Benötigen Sie medizinische Hilfe? Leben Sie wohl. Was könnte uns in der Enklave außer den Soldaten der Republik noch begegnen? Mit etwas Glück nicht viel. Die Enklave wurde vor Jahrhunderten zerstört. Und ich wette, dass Plünderer sie fast vollständig ausgeräumt haben. Wir werden hier sicher auf verirrte Kreaturen stoßen. Aber davon abgesehen, kann ich mir nicht vorstellen, dass uns viel Widerstand erwartet. Mich besorgt eher das, was wir nicht sehen. Hoffentlich ist Malgus Spur nicht so weit. Für einen Sith scheint ihr ziemlich viel über die Geschichte einer republikanischen Welt zu wissen. Ist das wirklich so merkwürdig?
Es ist meine Aufgabe, über mögliche Gefahren für die Kaiserin gut informiert zu sein. Wenn Malgus auf Malgutta wieder aufgetaucht wäre, dann ist mir erkennen, dass es nicht so wäre, was die Feindheit der Menschheit geht ihr zu, dass es etwas gibt, das ihr nicht gemeistert habt? Ich bin schockiert. Ich glaube, das waren alle. Hoffentlich hatten sie keine Chance, ihre Freunde zu warnen. Und hier ist der Tunneleingang der Plünderer. Wie ich gesagt hatte. Dann lasst uns reingehen, bevor irgendeine Verstärkung beschließt, die Sache zu untersuchen.
Benötigen Sie medizinische Hilfe? Leben Sie wohl.
allen Welten sind diese Kreaturen hier reingekommen. Was war das für ein Ding? So etwas habe ich noch nie gesehen. Ein Grawl. An sich nichts Ungewöhnliches. Aber im Untergrund und so groß? Das ist außergewöhnlich. Von seinen kleinen Freunden ganz zu schweigen. Oh, endlich. Endlich. Endlich ist jemand gekommen, um mir zu helfen. Sag uns, wer du bist, Droide. Ich gehöre zum Imperialen Sanitätskorps. Modellbezeichnung TL-30. Was machst du hier unten, Droide? Darth Malgus hat mich hergebracht, Madam. Hast du gerade Darth Malgus gesagt? Ja, ich erhielt nach der Schlacht um den Meridian-Komplex die Aufgabe, mich um Lord Malgus zu kümmern. Er war schwer verwundet, entkam aber dennoch aus unserer medizinischen Einrichtung. Ich war seine Geisel. Aber er hätte alleine nicht überlebt. Ich hielt ihn am Leben, während er seinen nächsten Zug plante. Dann hat er mich hierher gebracht. Wo ist Malgus jetzt? Ich weiß nicht, Madam. Ich folgte Lord Malgus tief in diese Tunnel. Wir kamen an eine Kreuzung und von dort ging er alleine weiter. Er kam nicht zurück. Ich hatte keine Wahl und musste selbst meinen Weg aus den Tunneln finden. Aber diese große Bestie griff mich an. Und Sie haben kurzen Prozess mit ihr gemacht. Bitte, helfen Sie mir, diesen schrecklichen Ort zu verlassen. Wir werden sie nicht mitnehmen. Sie funktioniert kaum noch. Sie hält uns nur auf. Nein, ich will gar nicht mit Ihnen mitgehen. Ich will hier raus. Ich brauche nur eine kleine Reparatur, damit ich mich wieder bewegen kann. Wenn die Tunnel geräumt sind, schaffe ich es alleine. Ich helfe dir. Aber du musst mir helfen, Darth Malgus zu finden. Oh, danke. Natürlich, was immer Sie brauchen, gehört Ihnen. Viel besser. Hier, die Daten in meinem Speicher zeigen Ihnen, wo Darth Malgus überall war, bis er mich zurückgelassen hat. Sie zeigen Ihnen, welchen Weg er an der Kreuzung genommen hat. Ich kann Ihnen eine Kopie geben. Krovos, Revix, ihr sondiert die Lage. Sorgt dafür, dass uns nichts Feindliches erwartet. Ich stoße zu euch, wenn ich mit der Datenübertragung fertig bin. In Ordnung. Beeilt euch. Ich glaube, das war alles. Du musst jetzt den gesamten Inhalt deiner Speicher an Lana Beniko auf Odessen übertragen. Sag ihr, er ist für unseren Freund Jonas. Und sprich mit niemandem darüber. Wie Sie wünschen. Ich könnte meiner Retterin nie eine Bitte abschlagen. Alles erledigt? Ich kann jeden Schritt von Malgus an diesem Ort rekonstruieren. Wir müssen nur herausfinden, wohin er gegangen ist, nachdem er den Droiden zurückgelassen hat. Ausgezeichnet. Ein neues Puzzleteil. Es wäre nachlässig von mir nicht zu fragen, was ist, wenn Malgus noch hier ist? Was habt ihr mit ihm vor? Ich will mich nicht mehr mit Malgus befassen müssen. Ich will ihm ein Ende bereiten, ein für alle Mal. Ich halte das nicht gerade für die klügste Vorgehensweise. Was auch immer Malgus durchmacht, es ist bestimmt nur vorübergehend. Ich weiß, dass er dem Imperium immer noch dienen will. Die Stärke und Macht, die er anbietet, sind starke Waffen. Es wäre töricht, sie wegen einer Fehleinschätzung wegzuwerfen. Was würdet ihr tun, Lord Revix, wärt ihr an meiner Stelle? Meine Pflicht ist die Unterstützung der Hand. Also unterstütze ich euch. Welche Meinung ihr auch haben mögt, ich ordne mich unter. Das überrascht mich nicht. So, lange genug getrödelt. Machen wir weiter. Wenn Malgus dem Imperium immer noch dienen will, Krovos, warum hat er sich dann nach Corellia abgesetzt? Durch unser Scheitern bei der Zerstörung des Meridian-Komplexes ist das Imperium gegenüber der Republik in einen erheblichen Nachteil geraten. Wir können diesen Krieg nicht länger so führen wie bisher.
Malgus weiß das. Ich bin sicher, er sucht etwas, das unseren Kampfmethoden wieder mehr Nachdruck verleiht. Ob die unseren seine Funde gutheißen werden oder nicht, kann ich jedoch nicht sagen. Verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. Leben Sie wohl. Benötigen Sie medizinische Hilfe? Leben Sie wohl. So, ich hoffe, ihr hört mich jetzt wieder. Ich weiß auch nicht, warum der Ton mein Headset mal wieder nicht aufgenommen hat. Keine Ahnung, was da los ist. Auf jeden Fall machen wir jetzt hier mal weiter. So. Gucken wir uns die ganzen Gedöns hier mal an. Ihr solltet euch ernsthaft überlegen, ob ihr mit jemandem arbeiten wollt, der euch gesagt hat, hier wäre niemand Rivix. Hä? Okay, was muss ich jetzt hier machen? Einwanderungsprotokoll. Was soll das denn jetzt hier? Okay, gut, alles klar. Ja. Egal, wo ich jetzt längs gehe, oder? Text.
Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieser ganze Flashpoint hier irgendwie verbuggt ist, was auch nicht mehr. Weil die Scheiße hier sich nicht schließen lässt. Lässt sich aber nicht schließen. Verpackter Scheiß hier. Da muss ich den ganzen Scheiß jetzt einfach nochmal spielen. Gott sei Dank, Alter. Oder? Was für eine Scheiße ist das denn?
So, da kommt hier wieder einer und nun, wie oft muss man es dann wieder machen? Ach, keine Ahnung, das wäre scheiße, aber der geht jetzt weiter. Das sieht mir nicht mehr. So, ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt letztendlich hin muss. Super, jetzt bin ich wieder da, wo ich hergekommen bin. Oh, ganz toll. So, probieren wir mal. Gehen wir aber mal hier den Weg hier entlang, aber mal hier rum. Denn das wird hier mit den Terminal und so, das wird mir jetzt zu dumm jetzt hier. Also bis jetzt ist der Flashpoint einfach nur Schrott, einfach nur Scheiße, das Ding. Super, jetzt komme ich hier auch irgendwie nicht weiter. Na toll. So, mal sehen, wie oft ich die Scheiße hier mit dem Terminal-Blödsinn ja noch machen muss. Ja, also. Irgendwas mache ich hier doch verkehrt. Super. Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. Leben Sie wohl. Oh, warte mal, gucken wir mal hier mal rein. Die aktiviere das zweite Abwehrterminal. Ja, ich habe das schon x-mal angeklickt und toller Noob. Oder muss ich das nochmal anklicken, während ich mit dem Typen kämpfe? Keine Ahnung. So, aber jetzt muss ich mal gucken, wie komme ich denn jetzt mal... Jetzt
jetzt überhaupt noch weiter? Weiter zu gehen. Klar, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Wunderbar, gut. Ein wenig neugierig, Lord Krovos. Wenn Malgus lediglich das Imperium stärken will, was macht er dann in diesen Ruinen? Ich habe nie behauptet, dass ich die Details seiner Pläne kenne. Ich denke lediglich, dass er im besten Interesse des Imperiums handelt. Ich habe oft genug an Malgus Seite gekämpft, um in dieser Sache auf mein Gefühl zu vertrauen. Na, ich bin mir da nicht sicher. Ich bin mir da nicht so sicher. Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. Leben Sie wohl.
Moment. Hier ist jemand. Stehen bleiben! Keinen Schritt weiter! Ihr seid in der Unterzahl und wir wissen, wie man Sith ausschaltet. Legt eure Waffen nieder und ergebt euch, Imperiale. Es sei denn, ihr wollt in Einzelteilen von ihr weggetragen werden. Blutvergießen ist unnötig. Senkt eure Waffen, lasst uns vorbei und vergesst, dass ihr uns gesehen habt. Euer Weg ist hier zu Ende. Wir werden nicht zulassen, dass Imperiale unserer Mission im Weg stehen. Für die Republik! Ach Gott. Gut. Ganz. Imperiale Einmischung endet hier! Überlegt schnell! Versuch doch zu fliehen! Jetzt hab ich euch! Versuch doch zu fliehen! Versuch doch zu fliehen! Kommt her! Versuch doch zu fliehen! Versuch doch zu fliehen! Es tut mir leid. Wir haben versagt. So, welche was nehmen? Nee. Gut, dann reden wir schon mit ihm. Wohin führen diese Tunnel? Sagt es uns. Miner? Wartet, ich kenne euch. Wo ist Captain Miner? Ich will mit ihm reden. Sofort. Ich lasse ihn gehen, aber nur, wenn ihr mir sagt, was ihr hier gefunden habt. Nein! Meisterin Naris! Verratet ihnen nichts! Bitte! Das würde ich nie tun. Es tut mir leid, Captain. Wie schade für euch. Es reicht, Rivix. Lasst ihn gehen. Ich sagte, ihr sollt aufhören. Es tut mir wirklich sehr leid. Ich weiß nicht, was passiert ist. Er war wohl zu schwach und konnte nichts mehr aushalten. Handelt nie wieder gegen meine Befehle. Habt ihr verstanden? Ich werde mein Bestes geben. Das versichere ich euch. Planen wir unseren nächsten Schritt. Der Droide hat gesagt, Malgus hätte ihn an einer Kreuzung zurückgelassen. Ja, richtig. Könnt ihr die Aufzeichnungen überprüfen? Hier ist es. Das ist der Ort. Wir nehmen also denselben Weg wie Malgus in dieser Aufnahme. Was ist, wenn Malgus weiß, dass er verfolgt wird?
Was ist, wenn er die Aufnahme manipuliert hat? Ein berechtigter Einwand. Aber wenn wir nicht mit leeren Händen zurückkehren wollen, ist es leider unsere einzige Option, der Spur dieser Aufnahme nachzugehen. Revix hat recht. Wir sind so weit gekommen. Dann gehen wir weiter. Bleibt einfach wachsam. Oh, da sind noch mehr. So, wo muss ich jetzt eigentlich genau genommen hin? Alles klar. Das war schon. Seht euch diesen Ort an. Was haben die Jedi hier gemacht? Erinnerungen ändern, Verstand löschen und andere unappetitliche Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte wirklich? Nur nach Anleitung. Ich hatte nicht gedacht, dass die Jedi dazu fähig wären. Was ist das hier für ein Ort? Ja, das stimmt allerdings. Was ist das für ein Ort? So, wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Gut, jetzt machen wir erstmal die Blechbüchsen hier kaputt. Eingestürzt. Wir müssen da irgendwie durch, schnell! Naja, nun machen wir keine Hektik hier. Das mag der Onkel nämlich gar nicht. War ja klar, dass der letzte Behälter natürlich mitten bei den Schanken hier ist. Yeah.
Was zum Geier hat der Malgus denn letztendlich jetzt mal gewollt? Ich meine, was ist das hier für ein Ort? Was haben die Jedi hier gemacht und alles? Woher wisst ihr so viel über die Geschichte der Jedi, Rivix? Wie gesagt, ich würde meine Pflicht vernachlässigen, wenn ich mich nicht über diese wichtigen Einzelheiten auf dem Laufenden halten würde. Selbst ohne meine Forschungen hat dieser Ort viel Tod und Aufruhr erlebt. Der vor Jahrhunderten erlittene Schmerz klingt hier immer noch nach. Wie ein Echo in der Macht. Es überrascht mich, dass ihr das nicht auch spürt. Spürt ihr es nicht, Lord Krovos? Schluss jetzt. Wir müssen in Bewegung bleiben. Ja, ist das jetzt hier zu Ende oder gleich oder was? Einzige Weg, der weiterführt. Wer auch immer diese Tür gebaut hat, er wollte nicht, dass hier jemand herumschnüffelt. Aber jemand ist trotzdem reingekommen. Vor kurzem erst, den Lichtschwertspuren nachzuschließen. Dann sollten wir nachsehen, was da drin ist. Nach euch. Umdrehen. Versucht nicht zu fliehen. Oder was? Bringt ihr mich dann um? So wie meine Freunde? Ich spüre die Wut, die sie ausstrahlt. Und seht, was sie ihren eigenen Leuten angetan hat. Gut gemacht, Jedi-Meisterin. Wirklich gut gemacht. Wie könnt ihr es wagen? Das war ich nicht! Ich habe sie so gefunden. Vermutlich konnte Darth Malgus für den Rest meines Teams keine Nachsicht erübrigen. Genau wie ihr. Woher wisst ihr, dass das Malgus-Werk ist? Spielt keine Spielchen mit mir. Ihr seid Imperiale, ihr wisst, dass es Malgus war. Sagt mir, was er hier wollte und wo das Relikt ist. Ich weiß, dass er es genommen hat. Wir wissen nicht mehr als ihr, Jedi. Nicht! Versucht nicht, mich zu manipulieren. Ihr Sith. Übertrefft euch ständig selbst, wenn es um Täuschung geht. Ich habe so viele dunkle Dinge gesehen und bin trotzdem jedes Mal wieder schockiert. Wartet. Irgendetwas stimmt nicht. Ignoriert das Gejammer der Jedi. Wir sollten sofort gehen. Ihr geht nirgendwo hin. Eine derart durchschaubare Finte hält mich nicht auf. Ich habe das Schlimmste gesehen, was das Imperium zu bieten hat und habe zum Licht zurückgefunden. Sobald ihr aus dem Weg seid, werde ich Malgus selbst zur Strecke bringen. Wenn Lord Krovos sagt, wir müssen gehen, dann gehen wir. Ich lasse es darauf ankommen. Oh nö, komm, was soll das denn jetzt? Die hat zwar auch viel Wut und Dunkelheit in sich, aber sie scheint ja so sonst eine ganz nette zu sein, ne? Ja, machen Sie Platz. Nicht so! Ja.
noch nicht am Ende. Okay. Das ist es. Nach allem, was ich überwunden habe. Ich habe euch einen Ausweg angeboten. Warum seid ihr nicht darauf eingegangen? Wenn man bedenkt, für wen ihr arbeitet, könnt ihr es mir da übel nehmen, dass ich skeptisch bin. Bringt es einfach zu Ende. Halt! Hier geht etwas vor! Warum kann ich das nicht spüren, aber sie? Ich habe von vielen Leuten erwartet, dass sie mir in diese Ruinen folgen. Ihr Lord Krovos wird nicht darunter. Was passiert hier? Wie macht ihr das? Alles, was ihr seht, ist euer eigenes Werk. Unser im Kampf geschmiedetes Band verbindet uns. Dadurch seht ihr dieses Echo meiner Gegenwart. Dieser Ort, die Gewalt und den Verrat, die er gesehen hat, stören die Macht. Alles Handeln in diesen Ruinen hinterlässt Spuren. Vor allem, wenn es aus Schmerz und Wut geboren wird. Wer genügend Macht hat, spürt das alles. Ihr mögt eure beiden Verbündeten während dieser törichten Expedition betrogen haben. Aber ich weiß, dass ihr meine Präsenz die ganze Zeit gespürt habt. Leugnet es nicht. Das hatte ich nicht vor. Ich will euch zum Imperium zurückbringen. Ihr seid eine Säule der Kraft für die Sith. Und wir brauchen euch, um die Republik ein für alle Mal zu besiegen. Mag sein. Aber ihr solltet wissen, dass ich die letzte Fessel entfernt habe, die mich dem Willen der Kaiserin unterworfen hat. Ich habe getan, was viele Sith vorgeben, aber nie wirklich erreichen. Ich habe meine Ketten gesprengt. Ich werde nie wieder einen Meister haben. Ich werde nie wieder ein anderer beherrschen. Ich werde nie wieder zum Imperium zurückkehren. Ich glaube nicht, dass ihr eine Wahl habt. Die gesamte Galaxis wird euch jagen. Nutzt eure Chance mit uns. Haltet ihr es für einen Zufall, dass die Republik und das Imperium Agenten nach Dantooine geschickt haben? Denkt nach, Krovos. Benutzt euren strategischen Verstand. Ich wusste, dass ihr alle die Allianzkommandantin um Hilfe bitten würdet. Und ich wusste, dass sie die Jagd auf mich eröffnen würde. Selbst wenn sie mir damit direkt in die Falle ginge. Es gefällt mir nicht, dass ihr dasselbe Schicksal erleidet wie diese Narren. Wärt ihr ihnen doch nur nicht hierher gefolgt. Ihr hättet bei dem, was nun geschieht, eine fähige Verbündete sein können. Krovos? Krovos! Was geht hier vor? Los! Los! Malgus hat uns eine Falle gestellt! Was? Woher wisst ihr? Was haben wir denn jetzt hier in der Kiste? Alles klar. So, kehre zu Darth Revic zurück. Bevor ich das jetzt aber mache, will ich nochmal meinen... Benötigen Sie medizinische Hilfe? ...verkaufen. Leck, 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 leck.
Leben Sie wohl. Ja. So, dann wollen wir mal. Das. Du kannst kein Kapitel in eine Flashmotion. Okay, gut. Ja, Kaiserin. Offenbar haben sich unsere schlimmsten Befürchtungen bewahrheitet. Vergebt mir meine Theatralik. Ihr müsst euch nicht entschuldigen. Ich verstehe den Ernst der Vorfälle durchaus. Ja, mein Lord. Bedauerlicherweise hat Darth Krovos unseren Verdacht bestätigt. Malgus hat erfolgreich alle Mechanismen entfernt, mit denen wir seine Kooperation sichergestellt hatten. Sehr bedauerlich. Was sind unsere nächsten Schritte? Habt ihr den Folianten, den er aus der Bibliothek auf Ossus gestohlen hat? Wir haben ihn nicht gefunden, mein Lord. Und was noch schlimmer ist, anscheinend hat Malgus seiner Sammlung ein weiteres Relikt hinzugefügt. Falls der Sicherheitsbehälter auf Dantooine irgendeinen Rückschluss zulässt... Wie konnte das passieren? Ich vertraue darauf, dass ihr die Schwierigkeit des Weges vor euch begreift, Lord Revix. Hoffentlich seid ihr der Aufgabe gewachsen. Dessen bin ich sicher, Kaiserin Asina. Ich werde bald neue Informationen bringen. Für das Imperium. Revix? Oh, Verzeihung. Die Besprechung beginnt erst in einigen Minuten. Und ich dachte... Nein, ich sollte mich entschuldigen, weil ich so in mein eigenes Besprechungszimmer eindringe. Verzeiht. Meine aufrichtige Entschuldigung. Aber Kaiserin Asina war ungeduldig und wollte unbedingt einen Bericht. Worüber habt ihr gesprochen? Wie war das mit dem verschwundenen Folianten? Davon höre ich zum ersten Mal. Ja, nach dem Angriff des Imperiums auf die Jedi-Kolonie auf Ossus... haben wir einen umfangreichen Katalog der Bücher in der alten Bibliothek erstellt. Als der Staub sich gelegt hatte, mussten wir zur Kenntnis nehmen, dass einer der Folianten fehlte. Verbergt nichts von mir. Ihr seid jetzt sicher, dass es Malus war? Wenn ich zur Hand gehören soll, verlange ich Respekt von den anderen Mitgliedern. Ich will nicht, dass etwas derart Wichtiges vor mir verborgen wird. Nie wieder. Ist das klar? Ihr müsst verstehen, es gibt Bedenken wegen einiger Informationen, in die die Republik eingeweiht wurde. Darum habe ich beschlossen, möglichst wenig nach außen zu tragen. Ich werde künftig mein Bestes geben, um euch wichtige Informationen möglichst zeitnah zukommen zu lassen. Der Einsatz ist jetzt zu hoch. Es wäre nicht gerechtfertigt, euch im Dunkeln zu lassen. Was war das für ein Buch, das er gestohlen hat? Und habt ihr eine Ahnung, was er aus der Dantooine-Enklave mitgenommen hat? Ich weiß nicht genau, was Malgus auf Ossus an sich genommen hat. Dort herrschte so viel Chaos. Und die Bibliothek war bereits komplett verwüstet, als das Imperium eintraf. Und was in den Ruinen der Enklave aufbewahrt wurde, ist nichts als Spekulation. Was wird die Hand als nächstes unternehmen? Ich lasse Agenten die Relikte identifizieren, die Malgus mitgenommen hat. Sie sind unser einziger Schlüssel, um seine Pläne zu durchschauen. Außerdem empfehle ich, dass Darth Krovos Soldaten entsendet, um alle Ruinen der Sith und der Jedi zu untersuchen, die Malgus nächste Ziele sein könnten. Ich erwarte regelmäßige Berichte von jeder dieser Fronten. Die werdet ihr bekommen. Wir sind diesmal zwar mit leeren Händen zurückgekehrt, aber ihr werdet es als Erste erfahren, sobald ich Malgus nächsten Schritt ermittelt habe. Und die Hand des Imperiums wird bereit für ihn sein. So, das war dann der Flashpoint, der nicht gerade besonders dolle war. Viel hat man ja nicht erfahren.
Aber egal. So. Wenn es gefallen hat, Däumchen, Abo, seid das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.